Hallo im Küchengarten und hallo zu den Gartenarbeiten im Herbst. Die meiste Zeit ist es ja momentan eher verregnet. Der ganze Boden ist matschig und voll von diesen Regenwurmhäufchen. Also es ist wirklich problematisch. Die Wiese ist ziemlich hoch und ich möchte eigentlich mähen, aber weil das alles so matschig ist, habe ich Angst, dass ich mir da mehr Schaden anrichte als Gutes tue. Es gibt aber auch noch ganz viel anderes zu tun. Es müssen die Beete fertig abgeräumt werden, abgeerntet werden, was es noch zum Abernten gibt. Ich möchte auch noch neue Sachen pflanzen, dann die Beete fürs nächste Jahr vorbereiten. Und zu all diesen Sachen möchte ich euch heute gerne mitnehmen und euch zeigen, was es so jetzt hier im Küchengarten zu tun gibt. Lucky ist natürlich auch immer mit dabei. Er hat sich von seinem Abszess durch den Katzenbiss sehr gut erholt und ist schon wieder quietschfidel. Und mein Küchengarten ist eine riesige Spielwiese für ihn. In einem meiner Beete hier im Küchengarten habe ich ja so ein Kräutereck, da habe ich einen Rosmarin drinnen. Endlich nach all den Jahren habe ich einen guten Platz für Rosmarin gefunden. Der wächst ja, der wuchert ja hier richtig. Den möchte ich jetzt etwas zusammenbinden, weil er hier schon das halbe Beet einnimmt und all meine anderen Kräuter total überwuchert. Und das werde ich jetzt mal machen. Hey! Nein! Nein, nein! Die Schnur brauche ich dann aber noch, Lucky, gell? Hä? Ist die so fein? Zum Glück Naturfaden, gell? Das Beet ist ja sonst schon komplett leer und abgeerntet. Und jetzt werde ich es ein bisschen auflockern und die Chance dann gleich nutzen und hier alles voller Winterknoblauch setzen. Dabei kann ich dann auch gleich Unkräuter entfernen, die noch rauskommen. Der Boden ist aber schön locker und jetzt auch gut feucht. Aber wunderbar, da muss ich gar nicht viel machen. Schön feinkrümelig. Nächstes großes Thema waren hier am Rand meine Himbeerstauden. Die waren eine der ersten Beerenstauden, die ich hier angebracht habe in meinem Küchengarten. Mit der Sorte war ich allerdings nie zufrieden. Ich weiß gar nicht, welche das genau war. Und letztes Jahr habe ich mir eine neue Sorte bestellt, die ich an einem anderen Platz mal mit 3 Pflanzen probiert habe. Und die war so viel besser, dass ich mich entschieden habe, hier diese alten Himbeeren herauszunehmen. Da habe ich Hilfe bekommen von meiner Jungmannschaft. Die war jetzt heute schon ganz fleißig. Schaut mal, was da schon alles heraus ist, mitsamt den Wurzeln. Ein ganzer Haufen von alten Himbeerstauden. Und hier entlang habe ich mich dazu entschieden, mehr Ribisel, also Johannisbeerbüsche zu pflanzen. Ich habe ja Ableger genommen im Sommer von meiner Pflanze, die hier hinten steht. Dort hinten im Bild seht ihr sie. Und die hat diese Ableger wunderbar bewurzelt. Ui, jetzt fällt die Katze da oben fast runter. Sapperlot, Lucky, was machst du da oben? Jo, Lucky. Sapperlot.
Immer Action mit dir im Garten, ha? Immer Action. Ja, jetzt hast du dich aber selber geschreckt, ha? Naja, zurück zu den Johannisbeersträuchern. Und da habe ich mich entschieden, hier noch 3 zusätzliche Sträucher anzubringen. Die wachsen nämlich da sehr gut, sind schön ergiebig, lassen sich auch gut einfrieren. Das heißt, jetzt mal die ganzen Himbeeren raus und dann mulche ich den Boden hier ab. Auch das Unkraut wird entfernt und die neuen Sträucher setze ich dann im Frühling ein. Nachdem meine Jungmannschaft so lieb war und hier alle Himbeersträucher ausgerissen hat, die Wurzeln entfernt hat, ist der Platz jetzt frei. Und bevor ich dann im Frühling mehr von diesen Johannisbeerbüschen einpflanzen werde, nütze ich über den Winter den Platz, um Winterzwiebel einzubringen. Wenn man das Ganze jetzt hier von der anderen Seite betrachtet, also da am Boden ist dieses Beet, wo wir jetzt die Himbeeren rausgerissen haben und ich den Zwiebel eingebracht habe. Und hier daneben habe ich eine richtig tolle, riesengroße Brombeerpflanze. Die ist von der Sorte Loch Ness. Sie ist stachellos, also wirklich toll zu ernten. Die Früchte sind fein, herb und riesengroß. Und das ist nur eine Pflanze, aber die ist so wüchsig. Ihr müsst euch anschauen, was die für Triebe hat, bis ganz nach links und auch hier bis nach rechts. Ganz lange Triebe, die alle reich tragen. Und da ist die Arbeit jetzt natürlich, dass ich jene Triebe, die in diesem Jahr getragen haben, abschneide und die neuen Triebe stehen lasse, weil die werden im nächsten Jahr tragen. Wenn man hier jetzt näher rangeht, sieht man erstens, dass ich auch Unkraut entfernen muss, den kriechenden Günsel, der hier vom Nachbarn durchkommt. Und man kann anhand der Farbe der Brombeerstiele auch gut sehen, welches die letztjährigen, also die jetzt dieses Jahr getragen haben, und welches die frischen Triebe sind. Die dunkelgrünen haben in diesem Jahr getragen und diese ganz hellen, das sind schon die neuen. Wenn man sich unsicher ist, dann schaut man einfach nach oben, da sieht man ja noch alte Fruchtstände oder verblühte, verfaulte Früchte dran hängen, dann weiß man ganz leicht, welche man wegschneiden muss. Und hier brauche ich dann sogar teilweise eine Baumschere, weil die Stiele sind wirklich dick und widerstandsfähig. Eine ganz tolle Pflanze, kann ich nur empfehlen. Was auch noch ein Riesenthema jetzt im Herbst ist, das ich zu meiner Schande gestehen muss, ist die Tomatenpflanzen abzuernten, die jetzt leider schon total von der Krautfäule dahingerafft wurden. Wie ihr sicherlich merkt, fängt es jetzt auch schon wieder an zu regnen. Das heißt, ich möchte das unbedingt noch fertig bekommen, aber dann werde ich für heute Schluss machen. Das ist im Herbst, man muss einfach die schönen Stunden nützen und flexibel arbeiten, je nachdem, wie es der Wettergott zulässt. Natürlich werde ich diese krautfäuligen Tomatenpflanzen nicht über meinen hauseigenen Kompost entsorgen, weil ich möchte mir diese Sporen dieses Krautfäulepilzes nicht ins nächste Jahr mitschleppen, so weit wie möglich. Ganz vermeiden kann man es eh nicht. Deswegen werde ich sie über die grüne Tonne entsorgen und in der normalen Recycling, in der
Biomüllanlage wird so eine große Hitze erzeugt während dieses Kompostierungsprozesses, dass diese Sporen alle abgetötet werden. Jetzt könnt ihr hier sehen, wie extrem tief das Hochbeet dieses Jahr abgesackt ist. Da habe ich ja im Frühling Pferdemist, was recht mit Stroh und mit Äpfeln von dieser Wiese, wo die Pferde grasen, durchsetzt war. Und das ist jetzt alles verrottet und das ist einen halben Meter ist das abgesackt. Das heißt, da muss ich nachfüllen. Und dann werde ich auf diesem Hochbeet einen Wintersalat auspflanzen. Ich habe ja hier auch noch eine Frühbeethaube, eine selbstgemachte. Wenn euch das Video interessiert, wie ich das gebaut habe, verlinke ich es euch gerne oben in der Ecke. Ja, und dann kann ich hier im Winter auch noch etwas ernten. Das war's für heute mit der Herbstgartenarbeit. Der Regen treibt mich ins Haus. Ich konnte aber einiges weiterbringen. Ich musste sogar meiner Kamera schon einen Hut aufsetzen, damit sie nicht vom Wasser so stark betroffen ist, vom Regen. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich werde die nächsten Tage weitermachen, wenn es das Wetter zulässt. Ich hoffe, ihr kommt in euren Gärten auch gut voran, so dass für den Winter und auch für die nächste Saison schon einiges vorbereitet ist. Da legt man jetzt wirklich den Grundstock. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen rauf da, schreibt mir einen Kommentar. Ich freue mich immer wahnsinnig darüber. Und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als dass ich euch eine schöne Zeit wünsche in euren Gärten mit euren Projekten. Und ich hoffe, dass wir uns auch nächste Woche wiedersehen, hier bei mir im Küchengarten. Bis dann!